So, da hat mir dieser Kamera-Glitch in der letzten Aufnahme doch wirklich kurz das Spiel weggeglitscht. Und ich musste gleich mal ganz neu starten. Und musste sogar vom Eingang dieses Dungeons bis hierher nochmal spielen. Aber das war nicht so schlimm. Und wir sind ja jetzt hier. Streitkolben-Etikette. Die muss man etikettieren. So, hoffentlich kein neuer Kamera-Glitch und weiter geht's. Muss ja noch eine zeremonielle Waffel finden hier unten. Eine zeremonielle Waffel. Nicht doof. Ah, ich bin doof. Ich sehe sie schon. Die hängt hier über dem Thron. Zeremonien-Naxt. Öffne das Grab des Ältesten. Aber sehr gerne. Grabschänden ist eine meiner liebsten... wie heißt das Wort? Einer meiner liebsten Zeitvertreibe. Nicht ein, nee, so. Man muss auch die richtigen Pronomen verwenden, dann funktioniert das auch. Wollen wir nochmal sehen, was sich in dem Grab so verbirgt, oder? Ob der Älteste irgendwie sauer wird, wenn ich ihm sein Grab öffne? So. Zack, guck beide Waffen rein. Und dann da runterziehen. Zupp. Und jetzt muss ich noch Quenel bezwingen. Ach, Quenel. Warum müssen wir denn kämpfen? Können wir nicht Brüder sein, Quenel? Wir können gemeinsam, du und ich, Quenel und Steffen, gegen die ganze Welt antreten. Aber nein, du willst, dass wir kämpfen. Fein. Wenn du es nicht anders willst, bitte. Dann wird es eben so sein. Was knistert da denn so laut? Ist Quenel ein Knistermensch? Das klingt doch sehr knister. Oh, guck mal. Er wollte sich am Feuer wärmen und hat es ein bisschen übertrieben vielleicht. Der hätte sich nicht so intensiv wärmen sollen am Feuer. Der hat doch da was in der Hand. Was ist das für eine Schriftrolle? Kann ich die haben? Es gibt halt die Schriftrolle hier. Rolle des Eissturms. Und dann ist er, der hatte eine Rolle des Eissturms und ist verbrannt. Wie wird er das denn angestellt? Das muss ja ein ganz cleveres Bürschchen sein. Jetzt fauchen mich ja schon die Drauger an. Wo kam der denn her? Von da oben. Der ist ja einfach runtergefallen, wie so eine reife Frucht. Da haben wir voll Schrecken eingejagt. Ich hab gar nicht nach oben geguckt. Aber jetzt sehe ich immerhin, dass da noch einer rumturnt. Na, der versteckt sich. Bitte, komme ich halt hoch. Überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Ding. Oh, hallo. Nochmal hallo. Grüß doch mal schön. Ist das da hinten, Quenel? Der Geist da hinten? Ich schieße einfach mal. Nee, das ist nur ein Draugr-Brotfürst. Aber warum ist der denn ein Geist? Das tut doch auch nicht Not. Verstummte Zungen. Ach, das war er. Okay. Ich nähere mich mal vorsichtig. Guck, da ist noch einer. Siehste? Educh. Das Ziel erhält 10 Punkte Frostschaden auf Gesundheit und Ausdauer. Na, ich schaue mich immer kurz weiter um, ob hier nicht noch, guck mal, so eine Urne zum Beispiel, dass der mal ein paar wertvolle Grabbeigaben klauen kann. Da steht noch ein leckeres Getränk, Zaubertrank. Seit Jahrhunderten und Jahrtausenden steht es hier zum Vertrocknen in dem Grab und ich werde der Erste sein, der es schmeckt. Zaubertrank der dauerhaften Unsichtbarkeit. Deshalb war er wahrscheinlich gerade so ein bisschen transparent, weil er sich den Zaubertrank der Unsichtbarkeit reingenascht hat. Der feine Herr Quenel. Und hier gibt es noch ein Wörtchen zu rupfen. Oder so. Wort der Macht gelernt. Suchen, Aura flüstern. Was auch immer das nun bedeuten mag. Aura flüstern. Dessen Aura flüstert schon mal nicht mehr. Ist so mein Gefühl.
Aber nun gut. Wo führt das denn noch alles hin hier? Guck mal, da steht eine Truhe. Komme ich da ran? Nein. Warte. Komme ich da irgendwie... Hallo, ich kann da doch durch... Ich kann mich hier doch durchquetschen. Steffen ist doch ein ganz schlanker. Haha. Mir entkommt keine Truhe so schnell. Soll ich nicht wieder runterfallen? Soll ich den ganzen Weg wieder rumlaufen? Aha, Lesen, ein kleiner Irrgarten. Was haben wir denn da? Ein kleiner Irrgarten. Schalidor G. Labyrinthion. Oder soll das ein Und sein? Berühmtheit erlangte Labyrinthion zu Beginn der dritten Ära. Dort wurde ein Teil des Stabs des Chaos gefunden, der maßgeblichen Anteil am Sturz Jagdnar Tarns hatte, wodurch das kaiserliche Simulacrum endete. Der Ort hat sich allen Untertanen des Kaiserreichs ins Gedächtnis eingegraben und loyalistische Pilger besuchen gelegentlich die Ruinen, um auf den Pfaden des ewigen Champion zu wandeln. Der Namensvetter von Labyrinthion ist jedoch allgemein weniger bekannt. Die Ruinen waren ursprünglich ein Tempel der Drachen. Daraus entstand Bromjunar, eine große Stadt dieser Ära. Manche glauben, Bromjunar hätte zur Blütezeit des Drachenkulteinflusses die Hauptstadt von Himmelsrand gewesen. Hätte gewesen? Wäre gewesen. Ach, guck mal, es hilft, wenn man einfach liest, anstatt sich die Wörter auszudenken und einzusetzen. Nur wenige historische Aufzeichnungen sind vorhanden, die dies bestätigen oder widerlegen. Es ist jedoch bekannt, dass die höchstrangigen Priester des Kults in Labyrinthion ihre Herrschaftsangelegenheiten besprachen. Brombeer irgendwas zerfiel schließlich gemeinsam mit dem restlichen Drachenkult und war als bröckelndes Mahnmal dieser düsteren Tage der Nord viele Jahre verlassen. Erst zu Zeiten Schalidors sollten die Ruinen wieder eine Verwendung finden. Erzmagier Schalidor war für seine Heldentaten in der ersten Ära berühmt. Verschiedene Geschichten beschreiben, wie er eigenhändig gegen Dwemer-Legionen kämpfte, die Stadt Winterfeste mit einem geflüsterten Zauberspruch erschuf, Akatosh das Geheimnis des Lebensstahls und Labyrinthion selbst erbaute. Obwohl viele Legehennen um Schalidor Übertreibung oder offensichtliche Erfindungen sind, liegt eine gewisse Wahrheit in seiner Beteiligung an Labyrinthion. Schalidor stand an vorderster Front in Bewegung, die höhere Standards für Magier etablieren und die Verwendung von Zaubersprüchen in niedrigen Kasten einschränken wollte. Dieses Bestreben wird mit der ursprünglichen Bildung der Schule der Magie, der Schulen der Magie und der Gründung der Akademie in Winterfeste in Verbindung gebracht. Konsequent seiner Einstellung folgend erbaute Schalidor das Labyrinth tief in den Ruinen von Brombeermatsch, um neue Erzmagier auf die Probe zu stellen. Obwohl es nicht unbedingt Teil der Prüfung war, sich in der zerstörten Stadt zurechtzufinden, überlebten viele Kandidaten die Reise nicht. Schalidor schätzte sowohl akademisches Wissen als auch praktische Fähigkeiten und zum Erreichen des Labyrinths benötigte man Letzteres. Und ein schönes gemaltes Dings von einem Labyrinth. Schalidors Labyrinthion besteht aus zwei sich in einem Sanduhrenmuster kreuzenden Irrgärten. Man kann eines davon nur durchschreiten, nachdem man das andere verlassen hat, was der einzigen vorhandenen Hilfestellung bei der Prüfung eine besonders geheimnisvolle Note verleiht. Zweimal betreten, nur einmal verlassen. Veränderung führt euch zu Zerstörung. Nur Illusion weist den Weg zur Wiederherstellung. Beschwört nicht, sondern werdet beschworen. Man kann nur darüber Spekulatius essen, welche Lösung es für diese Prüfung gab, da Labyrinthion nicht nur aufgrund der dort ihren Tod findenden Erzmagier Berühmtheit erlangte, auch die extreme Verschwiegenheit jener, die sie meisterten, trug dazu bei. Labyrinthion wurde schließlich nicht mehr benutzt und gilt modernen Einrichtungen für magische Studien als Symbol eines raueren Zeitalters. In den abermals leeren Ruinen, die von Reisenden tunlichst gemieden werden, lebt eine Vielzahl wilder Tiere. Dass die lange Geschichte und das Vermächtnis dieses Ortes jedoch aus unserem Gedächtnis verschwinden, ist jedoch ebenso wahrscheinlich wie das Versinken der Ruinen im Meer. Na, dann hoffe ich mal, dass die bald im Meer versinken. Das ist ja so wahrscheinlich nach der Beschreibung. Auch wie viele Edelsteine die hier mit begraben haben. Als bräuchten die Toten im Reich der Toten oder wo auch immer sie hingehen, so viele Edelsteine. Was sollen die denn damit? Ist ja nicht so, dass die da was wert wären, dass sie sich da einen Kakao verkaufen können oder so. Hier ist auch so eine Sackgasse, so eine Art, ne? Ja. Boah, wenn ich Edelsteine hätte, würde ich erstmal gucken, ob ich mir von Kakao kaufen kann. Da habe ich jetzt gerade Bock drauf auf so einen Kakao.
kann man natürlich auch einen anrühren, aber nee, ich spiele ja gerade. Oh, so ein schöner kalter Kakao, Mensch. Ich lasse mich ablenken von Kakao, tut mir leid. Ich lasse mich leicht ablecken. Diese Axt hier, die ist dauernd, ist die einem die im Weg. Habe ich die jetzt aufgesammelt? Ich wollte die nicht aufsammeln, ich wollte die aufheben und wegschmeißen. Warte. Ich kann nicht mal so viel Schrott mit mir rumtragen. Drachenfluch ist ja kein Schrott, der ist ja ganz nice. Habe ich die nicht gerade aufgesammelt aus irgendeinem Grund? Hier, orkischen Bogen brauche ich nämlich auch nicht. Zwergen. Habe ich die doch nicht aufgehoben? Oder bin ich nur zu doof, das zu sehen? Egal, komm raus hier. Unsere Aufgabe hier ist getan. Jedenfalls würde ich das immer vor Gericht behaupten. Lad, lad, lad. Oho, die frische Luft hat uns wieder. Endlich, wir sind zurück. Karte. Was haben wir denn da? Steinklippendings. Töte Schneebär in Steinbühl. Weißt du was? Ich habe irgendwie Bock, einen Schneebären zu töten. In die Richtung in etwa. Wollen wir doch mal sehen, Herr Schneebär, wer hier jetzt getötet wird und wer nicht. Ich hoffe du. Ich hoffe wirklich du. Ich habe keinen Bock, dass mir jemand das Gesicht wegbeißt. Schon gar nicht ein Bär. Eine Amsel vielleicht. Eine Amsel könnte mir das Gesicht wegbeißen. Das wäre eine Weile lang ganz niedlich. Bär nicht. Oh, was haben wir denn hier? Hier brennt ja noch Licht. Hallo? Schrein von Mara. Ich sammle mal deine Beeren. Da hat Mara bestimmt nichts gegen. Die mag ja alle so sehr. Mal so. Ich komme schon wieder vom Weg ab. Da ungefähr. Ich glaube, ich muss hier außen rum. Der Drachengipfel scheint hier irgendwo zu sein. Den sehe ich jedenfalls auf dem Radar. Na, dann wartet ihr wohl ein Drache auf mich. Schön. Schon lange keinen Drachen mehr gegessen. Juhu, Drachi. Wo bist du denn? Boah, kalt hier oben. Ich gehe mal da auf die Spitze, da haben wir bestimmt einen geilen Ausblick. Nennt sich, glaube ich, auch Gipfel sowas. Anstatt Spitze. Geh halt rauf da. Oh, ich habe da so eine kleine Ahnung. Warte mal. Guck mal, wer da sitzt. Guck mal, wer da sitzt. Pass auf, den bereiten wir mal eine nette kleine Überraschung. Hallo Drachi. Oh, das ist doch nur ein ganz einfacher Drache. Komm her. Komm zurück. Wo willst du denn hin? Atar des Himmelsgeborenen entdeckt. Was hat der Drache denn da gemacht? Der legt sich erstmal hin. Voll ins Genick. Und schon isst er Brot. So, ich muss da mal runter, ohne mir den Hals zu brechen. Wie so ein Drache. Hui. Hui. Hallo Drachi. Na, lösen wir uns ein bisschen auf gerade. Das sind schon die ersten Auflösungserscheinungen. Der konnte aber auch gar nichts. Zwei gut gezielte Bolzen und weg war der. Das war ein niederer Drache. War wahrscheinlich ein Baby noch. Ein Drachenbaby. Süß. Oh, wer liegt denn hier noch rum? Mein Abenteurer. Na, der hat's immerhin, hat das bis hierher geschafft. Das ist ja schon beeindruckend. Drachenseele aufgenommen. Und was lernen wir hier noch? Wort der Macht gelernt. Frost, Frostatem. Ah, Frosty, der alte Frostatem.
So, Drachen haben immer noch eine Truhe rumstehen. Ich weiß es. Ich weiß nicht, was die mit der Truhe machen. Die haben, ich glaube, die deren Klauen sind so groß, dass sie die gar nicht bedienen können. Können die weder auf noch zumachen. Aber Hauptsache eine rumstehen haben. Purer Luxus. Mann, der hat ja alles umgeflügt. Wollt ihr heute noch pflanzen? Wahrscheinlich Kartoffeln oder so. Müssen wir mal ordentlich umgraben. So, Steinbühl. Daher muss ich hier, hier runter. Zur Abwechslung mal. Okay, nee, das schafft man. Das geht. Hier nur ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ah, ich sehe es da auf meinem Radar. Hui. Der, der in den Tod stürzte. Huch. Da unten? Da ist irgendwas? Oder ist das nur ein Felsen, der aussieht, als wäre da irgendwas? Nö, ich muss noch ein kleines Stückchen dahinter erst. Und dann geht's dem Schneebären an den Kragen. Aber wie? Aber ganz ungeheuerlich geht's ihm an den Kragen. Der wird sich schon noch umgucken, der Schneebär. Umgucken wird er sich. Jaha. Ah, ich glaube, hier sind wir richtig. Na, ihr Leute? Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Okay. Lasst rüberwachsen. Mal sehen. Ich habe hier einen Brief von Quintus Navale in Windhelm. Er sagte, es sei dringend. Wer ist denn Quintus Navale? Ich weiß nicht von wem. Das wollte er nicht sagen, nur, dass er ein Freund von euch sei. Das war's dann wohl. Ich muss los. Okay, jetzt darf ich wieder in meinen Briefen die Briefe suchen, die ich gerade gekriegt habe. Das ist, finde ich, immer ganz super. Bücher. Brief eines Freundes. Was haben wir denn da? Steffen, mit der Machtdemonstration eures Tum in habt ihr für einige Aufregung gesorgt. Nicht jeder erwartet die Rückkehr des Drachenblutes mit Freude. Ich jedoch wünsche mir, dass ihr gedeiht und eure Talente weiterentwickelt. Himmelsrand braucht in diesen Zeiten einen wahren Helden. Ihr solltet eure Aufmerksamkeit auf Volunrud richten. Soweit ich weiß, befindet sich dort eine geheimnisvolle Energiequelle, die nur ein Drachenblut erschließen kann. Hochachtungsvoll, Sigmund Freud. War ich da nicht gerade in Volunrud? Aber danke für den Hinweis. Brief von Quintus Navale. Was schreibt der denn? Während Nurelions Rekonvaleszenz habe ich die Legenden über das Fläschchen studiert. Ich weiß nicht genug über die Kunst des Verzauberns, um ein neues zu schaffen, aber mit den passenden Materialien würde es mir vielleicht gelingen, das alte zu reparieren. Aha. Bitte kommt mich so bald wie möglich besuchen. Hochachtungsvoll Quintus Navale in Windhelm. Das finde ich ja, das Fläschchen reparieren, finde ich ja eigentlich, finde ich gut so. Sollte man mal machen vielleicht. Ja. Das finde ich gut. Das probieren wir mal aus demnächst. Ich schätze, das Kaiserreich braucht jede Menge Eisen bei all den Kämpfen. Das ist für uns wohl nicht schlecht, nehme ich an. Nee, sicher nicht. Wo ist denn euer, ist da euer Schneebär drin? Nichts. Da in dem Haus ist der Schneebär. Wie ist denn der da reingekommen? Schließt der nicht ab abends? Oha, oha, jetzt kommt's. Onkel Schneebär aus Schneebärhausen. Hallo Schneebäri, was machst du hier drin? Du bist ein draußen Schneebär. So, Axt ins Gesicht, hinlegen, Ende. Ich glaube, es geht los. Der Schneebär hier einfach in der Hütte. So, wessen Haus war das? Ich erwarte Dank und Huldigung. So, Sorlis. Was? Sorlis Haus. Sorli? Bist du Sorli? Nein, tut mir leid. Bist du Sorli? Nichts. Wir haben alle Bergmänner, die wir brauchen. Also hoffe ich, dass ihr nicht wegen Arbeit hier seid. Ich hab gerade einen Bären in deinem Haus zerschnitten. Mit meinen Eltern, wenn ihr etwas braucht. Mit deinen Eltern?
Wie alt bist du? 5? Charlie und ich sind bloß hier, um sicherzustellen, dass in der Mine alles rund geht. Ja, okay, ich verstehe schon. Danke.